Ja, da haben wir es geschafft. Wisst ihr, woran man bei einem Let's Player erkennt, dass er das Projekt nicht so ganz so toll findet? Naja, also als Zuschauer kennt man es nicht so stark, aber ein Let's Player kennt das bei sich selbst am besten, wenn er sich sehr schwer motivieren kann, den nächsten Part aufzunehmen. Das ist eines dieser Projekte. Ja, ich möchte es einfach nur beendet haben. Naja. Hui! Hier einfach mal mit Y hier alles weggesäbelt. Wo wären wir hier? Eine neue Levelplatte. Heute wirklich versuchen, die drei Levels hier auf dieser Levelplatte abzuarbeiten und in diesen Part zu stopfen. Dann, ja, ist es für alle Beteiligten angenehmer. So, wo sind wir hier? Was machen wir hier? Im Labor heißt dieser Level. Scheinbar sind wir also hier in einem Labor. Okay. Was sollen wir hier machen? Einmal ein bisschen brüllen. Haben wir hier ein paar Getränke rausgehobelt. Okay. Oder auch nicht. Hier haben wir eine Fährte. Können wir ein bisschen Fährten lesen machen und mal gucken, was wir so finden. Im Boden verbuddelt. Oha. Ein Lego-Teil zum Basteln. Die Anleitung fehlt. Na, spitze. So. Öffnet die Tür. Oha. Kleine Mini-Viecher. Gab es tatsächlich solche Dinosaurier, die so minimal sind? Die so winzig waren? Ich glaube, ja, die gab's. Ich kenne mich in Dino-Kunde nicht aus. Ich habe nur die Filme gesehen. Jurassic Park. Ja. Das sieht nicht sehr einladend aus. Das sieht etwas gefährlich aus. Und weiß nicht, ob wir uns darunter begeben sollten. Oder lieber hier oben im Sicheren bleiben sollten. Egal. Scheiß drauf, wir sind eh unten. Unten. Nicht runter, unten. Ja, okay. Alles schön zerstören, damit wir die Stats schön einsammeln können. Weil, ihr wisst ja, in Lego-Spielen bin ich geldgeil. Und na denn. Die goldene Stats-Herausforderung müssen wir ja schaffen. Wir müssen wahrer Überlebender werden. Und dazu brauchen wir die goldenen Stats. So, hier ordentlich kaputt hauen. Ich meine, ganz hauen. Okay, was macht der Roboterarm? Zappelt nur wild umher. Ah, er baut für uns die Brücke auf. Vielen Dank, lieber Roboterarm. Langlebige Batterien. Okay. Ah, das ist das Labor, was in Nummer 2 oder Nummer 1, glaube ich, in Film Nummer 1 zerstört wurde. Ganz am Ende gab es da so eine Szene, die dort irgendwie, ich glaube, die war noch nach dem Abspann, die irgendwie dazugehörte. Eine versteckte Szene, wo dann hier Dinos durch das Labor gerannt sind und die Eierlegestation hier vernichtet haben. Wo dann halt alles überrumpelt wurde, auch das Labor. Und da sind wir jetzt scheinbar drin. In dem Labor. Oha, da können wir drauf springen. Auf die Glasscheiben hier.
Hopp! Naja, sofern wir da hochkommen. Okay, Wilkans, ist das nicht ziemlich gefährlich für die Glasscheiben hier, wenn wir da einfach drauf springen? Naja, wie auch immer. Einmal hier hoch, jetzt können wir ja hier rüber. Oh nee, wieder diese Mini-Viecher. Wieso dürfen die sich echt Dinos nennen? Wieso sind die Dinosaurier? Normalerweise sind doch Dinosaurier zumindest ein bisschen größer als Menschen, also würde ich denken. Ach, der hat ja sein Teil hier sein. Ja, schafft er trotzdem nicht. Wie nennt sich das? Fallschirm nennt sich das. So, dann. Attacke. Wir schaffen's. Jo. Perfekt. Das hilft uns wahrscheinlich weiterzukommen. Bestimmt. Lässt sich doch bestimmt machen. So. A gedrückt halten. Nein, nicht gedrückt halten, sondern nacheinander mehrere Male drücken. Ich hoffe, sie funktionieren noch. So, und aufgebaut. Zack. Ein weiterer Roboterarmgreif. Angreif. Was soll ich denn? Armgreif. Wer ist das Wort? Greifer. Vielleicht. Robotergreifer. Greifarm vielleicht. Nicht Armgreif. Genau, Greifarm. Das trifft's. So. Das kommt mir ziemlich unbekannt vor, dieses Level. Vielleicht habe ich es übersehen, als ich das mal privat gespielt habe. Eigentlich ist dieses Projekt nicht blind. Also, normalerweise kenne ich die Levels. Also, so unbekannt kann das eigentlich nicht sein. Aber ich laber hier die ganze Zeit ins Wort. Ich fall dem ins Wort. Ich laber ins Wort. Ach, mit Redewendung ist heute auch irgendwie. Ist heute wirklich der Wurm mal wieder drin. So, alles schön zerstören, weil wir brauchen noch Stats. Ihr seht es da oben. Oder seht ihr es nicht? Doch, ihr seht es. Die Leiste, die muss gefüllt werden. Mit Stats. Dann sind wir reich und können uns was leisten. Charaktere freischalten und so fort. Und so weiter und so fort. Goldene Steine kaufen. Ich glaube, rote Steine waren das eher, die wir uns kaufen können. Goldene Steine kriegt man im Level. So, ich bräuchte ein Rädchen. Ein rotes Rädchen. Das ich benutzen könnte für die Anlage dort hinten. Vielleicht hier. Okay. Da ist eine Leitung zerstört. Die kann er scheinbar reparieren. Er ist Reparateur. Er haut mit seiner Zange da mehrfach drauf und schon passt's. Und da haben wir das rote Rädchen, was gesucht wurde. Na denn, setzen wir es mal an seine Stelle und pumpen das Wasser ab. Da, wo es hin soll. Aus den leeren Tanks raus in das volle Tank rein. Haben wir. Hätten wir zurück. Okay. Wir sind aber nicht zurückgegangen. Tja. Das hat das Spiel nicht gedacht, dass wir nicht zurücktreten, sondern einfach dort bleiben. Es hat uns einfach nicht geschadet. So. Weiter geht's. Schön immer weiter zerstören. Keinen Stat liegen lassen. Wenn möglich. Okay, das können wir nicht zerstören. So, da oben sehe ich blaue Stats. Wie komme ich da hin? Ich will die blauen Stats. Sieht so aus, als bleiben sie, lieben sie mir verwehrt. Ja, den blauen habe ich gesammelt. Okay, der ist in Ordnung. Kann ich akzeptieren. So, wen brauche ich denn da? Habe ich nicht in meinem Team aktuell. Ein Rätsel. Nö, das Rätsel scheint ziemlich zerstört zu sein. Hey, wenn es überhaupt eins war. All die Tiere an, die sie züchten wollten. Ich sollte ein paar Fotos machen. Ich halte mal immer schön die Fresse, wenn die dort labern, dann störe ich die Dialoge nicht. Ist ja unten immer als Text eingeblendet, da weiß ich dann ungefähr, wann es losgeht. Und wenn da der weiße Text auftaucht unten als Meme. Na, Meme ist es nicht. Dialogtext. Genau das ist es. So, dich brauchen wir mal.
Stand es direkt daneben. Schön, dass ich es nicht bemerkt habe. Der Fotograf. Da hat er ein paar Dinos fotografiert. Und einer scheint hier noch zu leben. Ui. Doch 100% werde ich dieses Let's Play nicht spielen. Das habe ich gelernt aus Lego Star Wars. Das Erwachen der Macht. Dass das keine so gute Idee ist, 100% zu spielen. Vor allem, wenn man sich nicht ganz so gut auskennt. Und das werde ich auch demnächst mal beenden. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. 100% wird es nicht werden. Das war eine doofe Idee von mir. Aber jetzt hier erstmal von den Dinos abhauen. Und weil gefressen werden wollen wir heute nicht mehr. Das wäre schade. Könnte ich kein Let's Plays mehr machen, wenn die Dinos mich hier verspeisen würden. Und da hinaus. Oha. Das war knapp. Das sah zumindest ziemlich knapp aus. Abgeschlossen. Er macht den Weg frei, oder was? Nee, rennt in den Käfig. Er ruft um Hilfe. Kommen Sie. Oh, weil. Dann schnell hier weg. Weil wenn der liebe Papi kommt, oder die Mami, und ihr Kind verteidigt, da ist er, glaube ich, schon. Dann ist das schlecht für uns. Dann ist das schlecht fürs Überleben. Ah, da ist der Papi. Oder der Hausmeister. Wie es aussieht. An dem Besen. Eine Rauchgranate. Hatten die nur etwa eine... Nein. Das war bestimmt... Ja. Das war einer von uns. Hätte aber gepasst. Hätte aber gepasst. Wenn die nur eine Rauchgranate geschmissen hätte. Oh, der schon wieder. Sagt uns irgendwas, was wir nicht wissen müssen. Oha! Da wäre ich fast reingerannt. Sie rennt vorbei. Erik. Erik? Kumpan von Greenie. Erik Pikachu. Alles klar. So. Schleichen wir vorbei und lenken ab, so wie wir es gesagt haben. Einmal hier ablenken bitte. Oha, den habe ich nicht. Den Charakter. Okay, ja gut. Den müssen wir auch noch hinterher kriegen. Und wie machen wir das jetzt am dümmsten? Hier können wir was aufbauen. So ist das gut. Ein Hotdog in einem fahrenden Auto. Verrückte Ideen hier in Lego. Ja, ich mach ja schon. Hier. Nein, darum brauche ich den anders. Was mache ich hier? Irgendwo war noch was, was ich... Und was er hier konnte, wofür ich ihn brauchte. Nicht? Ja, gut, wie kommen wir hier weiter? Vielleicht einen anderen Weg? Gibt es hier irgendwo einen anderen Pfad entlang? Ja nicht. Da ist der Dino gerade lang gerannt. Das hier. Genau, habe ich hier übersehen. Weil da der andere Charakter angezeigt wurde. Deshalb hat es mich ein bisschen verwirrt. Was will der denn hier? Da ist so eine Fläche für wen anders. Naja, egal. Haben wir es gefunden. Versteckt hinter einem anderen Charakter, den wir noch nicht haben. Ah, das macht diese Funktion. Das macht Sinn. Dann mal. Attacke. Ein Teil des Baumes rausgerissen. Und da kann jetzt der Kleine hier durch, oder? Jo. Erik. Ach, der ist Erik, nicht Erich. Dann ist er in Ordnung. Winnies Kompan heißt natürlich Erich. Erich Pikachu. Der schon oben. Alan Grant. Eine Liane. Tarzan.
Und ha, lassen wir rüben. So, den Tarzan-Song. Wer war schon mal ein Tarzan im Musical? Ich war generell noch nie in einem Musical. Ein König der Löwen, da wollte ich mal gerne hin. Da will ich irgendwie, da muss man meiner Meinung nach immer im Leben irgendwie hin. König der Löwen, das ist sensationell. In Hamburg soll es das ja geben. Sensationell. Diese Mutter Erde oder wie die heißt, die Sängerin, die da steht. Aha. Aumba. Keine Ahnung. Ich hab's halt noch nie gesehen. Sowas von toll. Ich hab immer die Trailer hier in der Werbung gesehen. Meine Tante war da mal, meine Großtante. Fand's wohl sehr gut. Ich weiß, Musik und Opera ist da eher was für Ältere, aber ein bisschen Kultur tanken. Gerade König der Löwen, das ist, muss man nicht nur als Zeichentrickserie im Fernsehen und Disney Channel gesehen haben, sondern kann man auch gerne mal im Musical Hamburg schauen. Tarzan soll ja auch ganz gut sein, in den Lianen. Aber gab es doch bestimmt schon im Kino, gibt es bestimmt einen Film schon drüber. Ja, Filme sind schön und gut, aber Leute, Musical ist was Einmaliges. Macht das mal. Ich muss das auch mal machen. Ich muss mal ins Musical. Nehme ich mir mal vor. Irgendwann. Okay. Wenn ich mal viel Zeit und viel Geld habe, mache ich das mal. Kostet ja auch ein bisschen was. So ein großes Musical. In so einer großen Halle und so einem großen Aufwand-Dingens, Moments, keine Ahnung. Und da oben hängt eine Banane. Wie komme ich da ran? Ja, ne, so komme ich da ran. Tarzan weiß, wie es geht. So, und ich schätze mal, wenn wir ihm jetzt hier die Banane geben, ist er wieder geheilt. Und dann können wir ihn dort zu der Stelle reiten, wo wir ihn brauchen. So, spring auf, Junge. Oha. Ein feindlicher Dino gesichtet. Oha. Den hat er auch nicht platt gemacht. Mit einem Schwanzhieb hier. Ha, cool. Können wir angreifen. Jo, Attacke. Und Bats, der kann mit seinem Schwanz hier schön viel anrichten. Denn der hat starke Attacken. Fossilstück B gefunden. Na, das ist doch erfreulich. Na denn. Haben es sehr kurz vor. Also, ich habe jetzt natürlich nicht auf die Uhr geguckt. Man weiß jetzt nicht, wie lange es wirklich gedauert hat. Ihr könnt jetzt nachgucken. Steht hier irgendwo unten. Der Timecode hier. Wie lange wir sind. Ich mache jetzt trotzdem Schluss. Weiß nicht, wie lange der Part schon ist. Wie ich den kurz habe, wie ich den zusammengeschnitten habe. Ist ja auch nicht allzu wild, wenn der etwas kürzer ist. Im nächsten Part geht's hier irgendwie weiter und dann ertrinken wir mal nicht. Wie kommen wir hier am dümmsten rüber? Am besten hier hindurch. Dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt diesen Part ein Däumchen nach oben, um mir zu zeigen, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr reden kann ich nicht mehr, wird es Zeit, dass ich aufhöre in diesem Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfuss verpassen wollt. So, ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ich verabschiede mich hier gleich von euch. Baue hier noch die nächste Levelplatte auf für den nächsten Part und dann sage ich
noch haut Rinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.